Hallo und ein herzliches Willkommen bei Kani Erlebnispädagogik. Ich bin der Andi und wir gehen heute eigentlich wie jeden Tag auf den Spaziergang, aber heute nehmen wir euch mal wieder mit. Ja, und sind gespannt, was alles passiert, was wir finden, was wir zum Testen mitnehmen können und so weiter und so fort. Und nachher gibt es dann für euch einen kleinen Abriss. Genau. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Und ich sage es diesmal vorher schon, bevor ich es wieder vergesse. Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Vielleicht sage ich es ja zum Schluss nochmal. Also, bis später. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil vom heutigen Spaziergang. Ja, es wird eine sehr dunkle Botschaft wäre. Wenn ihr ab und zu mal so Licht seht, das ist ein Lucky's Helligkeitsband. Wir sind auf der gute Nachtrunde. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe auch, dass diejenigen, die den letzten Spaziergang verfolgten, Chia Schlossmühle Video, das denn ja aufgefallen ist, dass da einige Wiederholungen drin waren. Zum einen ist Wiederholung immer gut. Dadurch kriegt man Routine, dadurch erkennt man Details, hauptsächlich bei Pflanzenbestimmung. Und zudem muss ich sagen, wir sind eine komplett andere Route gelaufen und trotzdem haben wir die prachtvolle Dinge gefunden, wie das Ass gedoppelt war. Ja, in diesem Sinne habe ich mir jetzt vorgenommen, eigentlich jetzt kein Spaziergang-Video mehr zu machen, bis ins Frühjahr mindestens. Ja, dass man dann einfach ein paar neue Dinge ausloten kann. Also, dann werde ich ein paar andere Themen an den Start bringen und hoffe, dass es euch auch gefällt. Also macht's gut, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video und tschüss.